alles schon geplündert. Und nicht stimmt gar nicht, der da hinten. Doch, den hat Marco gerade geplündert. Ich komme gar nicht so schnell hier. Oh ne, da gehe ich besser nicht rein. Ja, Marco, kannst den anderen da plündern. Aber pass auf, dass Thomas dir nicht da reinfolgt. Gut. Achso, nur Friedjof und ich können miteinander reden, weil die anderen Trupper. Amulett. So aus. Handschuhe. Dann lass mal miteinander reden, Fredo. Oder auch nicht. Jetzt ist es. Gwende. Kann ich nur identifizieren, wenn die erfahren das. Die ist vorbei. Ja. Was ist das denn? Can't talk now. Ja. Can't talk now. Gut, ja. Naja, Amulett. Auch kein Mensch. Richtig, ja. Makelloser Ring, Kriegsführung, irritiert Geoman, braucht keinen Mensch. Was? Ich hab was gefunden. Oh, ein Geheimgang, ja. Ach, da. Er ist natürlich geil. Dass der da hinten ist, wo wir nicht hinkommen. That sounds like the Queen. Warte. Ich will mal eben hier noch die Items wegschmeißen. Telekinese, irgendwas, bla bla bla. Oh, die Handschuhe sind gar nicht so schlecht. Hat jemand von euch Telekinese oder sowas? Ich was für Marco. Trefferwahrscheinlichkeit auch. Okay. Eventuell. Ja, sehr geil. Dann haben wir das auch geschafft. So. Gut. In welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich? Was ist unsere Aufgabe? Keine Ahnung, wir sind hinter den Raum gespawnt quasi, wo die Königin war. Das heißt, da wo Marco ist, ist jetzt der Richtung Königin wieder, oder? Nee. Ja, doch. Nee. Richtung Königin wäre hier lang. Hier ist das Weltuntergangsgerät. Hier ist nämlich sogar irgendwelche Goldkisten und Kisten und das Gemach der Königin. Okay, ja, aber von hier hinten kam der Sound von der Königin. Ja gut, aber deswegen sag ich ja, da geht's wahrscheinlich weiter, oder? Ja. Ja, das ist auch der Rote. Wollen wir sonst erstmal in die andere Richtung? Können wir. Hallo, wieso habe ich zu viel zu tragen? Wieso gibt mir jemand eine Todesnebelkiste? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich weiß nicht, ich hab meine eigene. Ich hab meine eigene. Marco, kommst du nochmal zurück? Geht das? Nee. Kann ich nicht da stehen bleiben? Achso, ja, klar, doch, klar, super, klar. Wenn irgendjemand anders die Schlösser knacken kann. Achso, da sind Schlösser. Ja, aber warte, ich weiß nicht, kommst du da überhaupt nochmal zurück? Normal? Wenn du dich teleportieren musst, dann. Ich komme ja, da gar nicht durch. Ich krieg da keine Tür, kein Symbol, das ist der lang. Ups. Sehr gut. Falsch. Perfekt. Na gut. Dann kommen wir nicht weiter. Oder war es einfach nur eine. Du kannst einfach durchgehen. Ah, okay. Eine Illusion. Ich habe ein Amulett gefunden. Wo ist Fridjof eigentlich? Wo ist Fridjof? Wo seid ihr? Oh. Hörst du überhaupt zu? Nö. Nein. Wo zum Teufel ist der? Ach, da. Teleportier dich einfach zu uns. Was? Hier ist es Diebstahl? Ja, weil hier damals noch der Kreissaal da von der Königin war. Ja. Ah, nimm mit. Schönes Glas Wein, kriegt Fridjof. Ich bin Wein. Was ist das für eine krasse Kette? Wer hat die gefunden? Ich. Alter, die Bosheit. Boah. Plus 2 Verstand, plus 1 Gauner. Oh. Alter, plus 1 Überredung. Krass. Hier ist mal Marco, kannst du mal gucken. Ist nicht schlecht. Ja, aber auch nicht gut. Schade.
Na, wollen wir zur Königin ins Gemach? Müssen wir nicht erstmal so verbrennen, ist doch nicht rein. Ach doch, ist schon gut. Bisse. Marco! Oh, das Gemälde! Schön! Angreifen. Brauchen einen flinken Finger. Gemälde! Oh, ein goldener Teller. Stahlrüstung, braucht kein Mensch. Verschlossene goldene Truhe. Eine unverschlossene goldene Truhe. Bett. Is not the time for a bath. Beinahe. Keine Zeit zu baden, Friedhof. Sachen identifizieren, das mache ich im Schlaf. Was ist das? Denn? Ein Einhand? Das ist ein Einhandstreitkolben? What? Hier ist mal Julian. Oha. Den will ich mal nehmen. Aha. Okay. Sieht ja krank aus. Cooles Teil. Ziemlich krass. Was kann der denn sonst? Plus 3 Stärke, plus 2 Intelligenz, plus 2 Kriegsführung, plus 1 einhändig. Alter Schwede. Gar nicht so schlecht, wa? Der ist mega heftig. Ich glaube, den lasse ich. Ich glaube, den nehme ich. So auch nicht. Ich benutze meinen Zauberstab sowieso nie. Nice. Geil. So, haben wir hier, ne? Ja. Dann können wir uns zu Thomas warten. Ach so. Ah, hast du Thomas platziert. Der ist zumindest ein bisschen weiter vorne. Welche Farbe war Thomas? Blau. Jetzt kannst du aber auch zu... Achso. Ich sehe sogar, wenn ich rüber hover, dann sehe ich auch... Lauf andersrum. Lauf andersrum. Wieso? Ach ja, stimmt ja. Obwohl, nee, geht auch von hier. Ist doch richtig. Ich dachte, lauf andersrum. Ach so. Wieso, wo bist du denn? Ich bin in den anderen Raum gegangen. Ich bin in den anderen Raum? Huch. Was ist am Trinkhoff passiert? Ich bin in einen anderen Raum gegangen. Dann wurde er von einem Schrank angekotzt. Ja. Ach, lasst mich liegen. Lasst mich liegen. Ja, was heißt, lass dich liegen? Das ist es nicht wert. Ja, und dann kriegen wir dich doch nicht mehr wieder. Warte okay, mal. Ab jetzt ohne Friedjof. Alles klar. Ab jetzt ohne Friedjof. Nein, ich glaube nicht, dass du mich da so einfach rauskriegst. Da müsste Marco hinrennen. Wieso brennt eigentlich die Königin? Wütend. Ja, Marco, geh du da mal eben drüber, bitte. Du bist der Einzige, der es kann. Oh, da hat sich etwas entladen, wie ich sehe. Du bist sowieso der Einzige, der es kann. Also, der es auch das Spiel kann. Nein. Ach so, ach, da ist auch eine unsichtbare. Stimmt, schön. Wie kriegen wir ihn denn da raus? Kannst ihn ja mit Sicherheit nicht irgendwo anders spawnen als da, oder? Irgendwie muss das Regal da weg. Kann man das Regal wegschieben? Ich glaube nicht. Sehe keine Möglichkeit. Oder ist hier irgendwo ein Schalter? Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Ich teleportiere mich einfach hier raus. Ja gut, andere Seite kommen wir nicht hin. Wo willst du denn dann hin? Wo kannst du dich hin teleportieren? Wo habe ich denn meine Schriftrollen? Da ist ein Blutbrunnen wieder. Cool. Ja, wahrscheinlich muss Friedjof nochmal sterben. Ist okay. Ist okay. Tu es. Lauf. Schade. Todesnebel beeinflusst, okay. Ja, ein bisschen beeinflusst er immer. So krass. Spawn ihn mal aber nach links. Also nach hier. Super. Perfekt. Dann kann Friedhof sich zu Thomas teleportieren. Welche Farbe hat Thomas? Gelb. Steht aber auch drüber mittlerweile, wenn man rüber hovert.
Ah, okay. Aber oh, die hat nur einen Schlüssel. Hm, warte. Wahrscheinlich zu ihrem Zimmer. Auch mal so, nehmen. Dann rede ich mal mit Thomas und der Königin. Ja. So. Ja. Isbel, die Verräterin, wo ist sie? Mit den Schweizer Schädelspalten. Mhm. Was kannst du denn machen? Du kannst. Kümmer dich um die Königin. Nee, das ist Friedhofs Job. Garantiert nicht. Isbel ist tot? Isbel ist tot. Ja. 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 Whose hand? Yours? It should have been my own axe to slice her neck. Take me to her bones. I've a mind to chop them into pieces, the foul witch. Justinia struggles to control her rage. She closes her eyes. She breathes the sewer's fetid air. She waits. She is dead. And that is that. Gut. Mhm. Hm, wer war sie? Was hat sie für eine Rolle gespielt? Tausende hätten sterben können. Okay. Aber ich sag mal so, wir können auch noch sie kümmern, oder was? Wir können auch noch sie töten. Sieht so aus. Oh, das kann. Können die aber auch nochmal an den Kopf werfen, dass sie beinahe Massenmord begangen hätte. Ja, mach das mal. Hm. Immer eine gute Idee. Justinia pounds a fist against her palm. One smack, then a second, then a third. You may not believe me, but what I did. I thought I did for the sake of my people. The sinking of the Peacemaker, the driftwood smuggling operation, the death fog, all of it. Power always comes at a great cost. Sometimes. Sometimes you have to take some lives to save others. And I shall always put dwarven lives first. You must understand this. Aha. Nee, kann ich nicht verstehen. Zwerge leben zuerst. Hallo? It was only a matter of time, she said. And I never doubted it. The scouts talked of living weapons nailed to crosses, of blank-faced wizards, an entire force of them. If we didn't come for the Order, the Magisters and Paladins, they would come for us. They had my ear all the while, the Black Ring. I'm sorry. Truly sorry to think of it. Hm. Hm. Boom. Hm. Hm. Ja, keine Ahnung. Wollen wir sie denn töten? Keine Ahnung, aber ich mag sie nicht. Mag aber das sie heißt nicht, dass sie sterben. Mag sie auch nicht, aber ich würde sie leben lassen. Mag sie, ja, dann lassen wir sie leben. Then we part. Mayhaps we shall meet again. Farewell, God. Alles klar. May the force be with you. Dann lauf, kleine Königin. Und tot. Lauf um dein Leben. Ja, ab in den Todesnebel. Ja, ich bin frei. Ich bin frei. So, was haben wir jetzt auch nicht mehr. Die Idioten haben mich gehen lassen. Todesnebel. It seems the queen can handle herself. Ich speichere zur Sicherheit nochmal. So eine schwachsinnigen Werte hier auf den Items teilweise. Wieso? Ich habe hier Intelligenzhandschuhe für einen Schlingel. Ich habe einen stärkebasierten Helm, auch eher für einen Schlingel. Okay. Und ich habe hier finessebasierte Stiefel, die eher für einen Magier sind. Also von den Bonis, die so bringen, ne? Ich habe hier Handschuhe mit Dieberei. Das hört sich gut an. Ja, keine Ahnung, ich nehme das Wertvollste davon. Dann wird es verscharrt. Ich wollte gerade sagen. Ich habe dir mal die Sachen gegeben. Ein Eimer voller Wasser. She leached the source from these people. Okay. Wie die Source von den Leuten ausgesogen? Einmal. Stimmt, hier liegen ja noch Leute rum, sehe ich gerade. Oha, oha. Ich muss einen Dolch zum Identifizieren. Hier sind überall Leute.
Ich hab mal hier die Sicht angewendet. Geht doch mit denen. The spirit before you is paper thin, as though there were hardly enough source in it to manifest at all. The spirit fades to nothing. Hey Julian, da ist ein Porträt, was namenlos ist. Schön. Oh, wundervoll. Gleich auf Bereich Rache wissen. Was haben wir denn hier? Nein, nein, shit. Weg. Identifizieren. Hier, Marco, dein Dolch. Hallo, lutscht die einfach hier die Leute aus? Ja, was wollen die? Achso, ja gut. Wurden sie doppelt gelutscht. Super. Oh, geiler Dolch. Ich glaube, wir sind hier durch. Nee. Oder nee, hier ist noch dieser versteckte Raum. Ja. Da muss es irgendwie entweder einen Geheimgang geben oder wieder irgendwie. Also Marco, Thomas, kommt mal einer von euch her. Irgendwie reinkommen. Irgendwie am sinnvollsten sieht's hier aus, an dieser Stelle. Ja, ich guck mal hin. What's this? Ah. I found something. Ich hab's auch gefunden. Nur zu dumm. Boah, hier Marco, für dich. Bring ihr alles auf einmal. Alter. Was hast du mir denn gegeben? Richtig dicke Puddel. Ich glaube, einen halben Liter Coca-Cola. Also pures Gift, meine ich. Nice. Oh, hier auch für dich. Trinkflasche des flinken Taumels. Boah, Alter. Giftfiole. Die habe ich ja jetzt erst gesehen. Heftig, ne? Wie viel hatte die? Boah. 1200 bis 1300 Giftschaden. Das ist richtig nice. Gut, ne? Ja. Das nenne ich mal einen Heiltrank. Sie einmal wieder vollpumpen. Wohl? Habe ich nicht noch so eine Klaue irgendwo? Keine Ahnung. Hatte ich nicht hier irgendwie so eine Klaue, mit der ich Sachen vergiften kann? Nice. Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Erstmal musst du das hier identifizieren. Ah. Was hast du denn jetzt gemacht mit der Giftpulle? Genau, jetzt gezeigt. Kannst du so welche davon machen? Ach so, ach, du kannst ja, deine kann die normalen vergiften. Ganz schon mal. Ja. Ach cool. Naja. Trotzdem war es cool. Aha. Nice. Hab ich dann durchgesehen? Ja, hier. Reißzahn. Boah, Alter, der ist ja noch wichtiger. Mal wieder gute Ausrüstung hier. Trolle sind üblicherweise Allesfresser. Wow. Hose. Cool. Was haben wir denn da? Beinkleider. Zack, zack, zack. Konstitution 5. What? Oha. What? Alter. Die nehme ich. Entschuldigung, die nehme ich. Okay, für gigantische Giftpiolen wollte man denn die Kralle einen gigantischen Heiltrank. Mittlerer. Wir brauchen einen Giftresistenztrank. Warum ich? Na gut. Haben wir jetzt alles? Wo sind wir denn? Was haben wir denn noch nicht? Glaube ich, hier haben wir alles. Das heißt, wir müssen jetzt einfach wieder raus aus der Höhle? Ich denke mal schon. Ich meine, wir könnten natürlich oben noch, wir könnten noch das Rädchen drehen und gucken, was passiert. Welches Rädchen? Dieses Rädchen. Aber ich glaube, damit machst du nur die Todesnebelsachen da an. Und tötest dich selbst.
Kann Marco ja mal machen, an dem Hebel drehen. Ja, aber da tötest du alles, was oben über uns ist. Das ist diese Bombe. Ach so, ernsthaft? Meine ja. Ja gut, das ist das Weltuntergangsgerät, ja. Wie, was? Quatsch, wir können echt, wir können jetzt einfach mal da... Ich meine, wenn wir ein Team voller Untoter wären, würde ich sagen, okay, gib ihm, aber... Einfach nur, um aus Kuriosität mal zu sehen, was passiert. Alter, alles klar, wenn irgendjemand von unseren lieben Zuschauern mal ein Team aus Untoten spielt, bitte dreht das Rädchen. Wäre doch mal interessant zu wissen. Und dann bitte schreibt uns, was dann passiert. Das würde mich echt interessieren. Ich glaube, wir können jetzt einfach raus. Oder auch nicht. Doch. Ach, da wird auf einmal die Tür zugemacht vor uns. Hä? Ja, hatte ich denn. Nee, ich sehe nur gerade, die rote Flagge ist immer noch im Keller. Oder ja, aber das ist doch ständig so. Ja? Nee, eigentlich nicht. Was ist denn? Doch. Ja, was ist denn unsere Aufgabe? Eigentlich müssten wir doch fertig sein damit, eben. Oder? Wir sind hier fertig, wir haben alles tot und aber die Flaggen bleiben doch regelmäßig einfach da. Eigentlich nicht. So. Warte mal, wie hieß denn das? Das war jetzt, Rachefürstin. Namenlose Insel. Welches Quest war denn das? Ich glaube, wir können uns einfach rausporten. Ja, ja. Na gut. Die Frage, wo Posten, Posten. Ich bin jetzt auf dem Marktplatz. Na gut, dann beam ich mich mal einfach mal zu Marco. Was ist mit Fritjof passiert? Also? Ich bin eingesponnen worden. Der Doktor empfängt uns jetzt? Ach, das war die Geschichte. Wieso reden die mit Fritjof schon wieder? Oh, der Doktor? War das ja, nicht der Doktor, Dämon? Das war der Ach ja, stimmt, das war der so. Dämonenfürst. Ja. Der Doktor kann ja zu mir kommen. Okay. Wir können ihm ja sagen, wir gehen jetzt zum Doktor dann einfach. Oder? Ja. Toll, ich hätte vielleicht fragen sollen, wo wir hin sollen. Ich weiß, wo der Doktor ist. Weißt du? Mhm, nämlich im Schwarzen Haus, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und das ist rechts oben in der Stadt. Dann sollten wir da mal hingehen. Alter Schwede. Ja, wir können uns eben schon mal zur... Warte, zur Treppe bewegen da. Wo war das? Ist das hier? Nee. Noch weiter. Ach du Scheiße. Diese Stadt ist so riesig. Haben wir mittlerweile eigentlich hier alles gesehen? Nee. Und Truhe, Bilder. Oh, da ist ein Gemälde. Das habe ich noch nicht. Gemälde eines Mannes. Oh nee, das ist egal. Dieser Karren wird von einem Wolf gezogen. Bitte? Dieser Karren wird von einem Wolf gezogen. Ja, mit dem habe ich schon mal geredet. Hello, gorgeous. Care to hear about the power of cheese? I've got wheels and rounds and blocks and rolls and possibly more. But my wares are nuanced with undertones of something rare. Okay, die will mir was ganz, ganz Seltenes verkaufen. Aha. She looks you up and down. Was sie nix an. Ich frag mal. What's on my mind? Why? Texture, maturity, taste. But most of all, I'm wondering what tickles your fancy. Looking at you, I think it may be power. Am I right? Ich bin einfach ein Kunde, der Käse mag. Ja, ich mag Kraft, ja. So I have not misjudged you. Now, we've established how you feel about power. How do you feel about law? Specifically laws relating to property and the acquisition of goods, Ja, ich... Manu. Ich würde ja gerne... Oh, ich kann ja wieder nichts. Das
ärgert mich so, dass wir nicht in solchen Gesprächen... Ach Mann. Ich mach mal Gedächtnis. Komm auf den Punkt. Ja, war klar. Look, I'm just trying to sell cheese here. I don't want trouble. So buy what you want and move on. Och Mann, das ärgert mich so, dass keiner von uns wirklich überreden kann. Versuchst du dir gerade Käse zu klauen? Why, sir? You smell divine. Alter, hier könnten wir auch noch rein? Eieiei. Da ist... Alter, das ist ein Gemälde. Hier. Yunnan. Yunnan Zertöter. Ich will das Bild von Yunnan Zertöter haben, Leute. Marco. Was? Wo? Hier. Aber ganz ehrlich, wir haben hier noch so viel offen. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten nochmal komplett rum. Ist so viel. Wir müssen bis hier hin. Wir müssen hier in dieses Haus auch noch rein. Ja, das wird wahrscheinlich das mit dem Doktor da so. Alter. Wo fangen wir denn an? Oh, also wir gehen noch nicht zum Doktor. Hier will ich auch noch zum Theaterstück. Da ist irgendein Theater. Hier ist ein Kinderspielplatz. Da. Das Haus der alten Dame. Ach du Scheiße. Ja, aber ich... Da ist jemand die Klippen runtergefallen. Was? Wo weißt du das? Da ist eine riesige Blutlache. Oh stimmt, da kann man auch noch runterklettern. Alter Schwede, da ist auch noch eine Kiste in einer... Und da ist irgendwas passiert, was ich noch nicht identifizieren kann. Wo? Da. Da ist auch eine Blutlache, vielleicht ist auch eine runtergefallen. Ja, aber warum sollte da eine Kreissäge sein? Und hier hinten können wir auch noch runter. Und hier hinten ist auch noch Blut. Es ist überall noch was zu tun, also ich glaube, bis wir... Oh, da ist noch ein Gemälde, das ich haben will. Wait. Hier hinten hat jemand ein Picknick gemacht im Turm und ist dabei gestorben. Meint mal ganz ab davon, dass diese zwei Skelette sehr... komisch da liegen, aber... Oh, die hatten Spaß. Da müssen wir also auch noch hin. Also warte mal, und wo ist jetzt dann... Okay, das heißt, wir laufen erstmal alle Häuser hier in diesem Bereich ab, bevor wir dann irgendwann über die Brücke gehen auf das Gelände zum Schwarzen Haus. Ja. Dann würde ich sagen, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wahrscheinlich, ne? Und dann kriege ich endlich meine ganzen Gemälde. Also hier in dem Haus sind zwei Gemälde, die will ich haben. Ih, da ist ja Quelle vorm Spiegel. Entschuldigung. Da. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Auf Wiedersehen. Aua. Coop. Oh. Und gerade am Gehen nützt das. Aua. Dabei habe ich mir irgendwie leicht den Kiefer verkrampft. Ey, das kenne ich. Oh.